Story 1. Lebt dein Bruder noch? Ich weiß nicht mehr, wann genau es passierte, dass ich ihn auf Steam gefunden und geaddet habe, meine ich. Auf seinem Profil hatte er sehr viele Informationen über sich aufgelistet, die vor meinem inneren Auge das Bild eines gutherzigen und niedlichen Menschen entstehen ließen. Ich fügte ihn meiner Freundesliste hinzu. Wir schrieben wochenlang und irgendwann gab ich ihm meine Nummer. Und obwohl wir über WhatsApp hätten schreiben können, ging's auf Steam weiter. Ich betrachtete lange sein Profilbild. Ein Selbstporträt, ein Foto, keine Zeichnung oder dergleichen. Er sah wirklich liebenswert aus. Wir spielten selten zusammen, da er immer CSGO spielte. Ich war eher der Gmod-Fanatiker. Trotzdem begrüßten wir uns jeden Tag, schrieben und verabschiedeten uns auch immer. Doch dann kam der Tag, ab dem er kaum noch antwortete. Ich fürchtete, wie immer, einen Freund durch meine Aufdringlichkeit vergrault zu haben. Doch er versicherte mir knapp, dass es nichts damit zu tun habe. Aber er strafte mich weiter mit Schweigen. Ein Jahr oder so verging, und ich erzählte ihm, dass ich in naher Zukunft 2 Wochen allein zu Hause sein würde. Er war sehr daran interessiert, mich zu besuchen. Ich rückte mit der Adresse raus. Wie dumm ich doch war, jemandem, den ich kaum kenne, meine Adresse zu geben. Ich hätte auch direkt mein Grab schaufeln können. Er hatte auch schon eins geschaufelt, wie sich herausstellte. Mindestens. Ich spielte Kingdoms of Amalur: Reckoning, als er es mir mal wieder schrieb. Kein Hallo oder dergleichen. Er fragte: Hast du eine Schwester? Ich entgegnete, dass ich einen jüngeren Bruder habe und schob die Frage hinterher, warum er sich nicht nach Geschwistern erkundigte. Ich weiß nicht, ob jemand meine Verwunderung über die Frage nachvollziehen kann, aber ich hatte dieses ungute Gefühl, dass er auf etwas hinaus wollte. Seine Antwort lautete: Lebt er noch? Aus irgendeinem Grund traf mich diese Frage wie ein Tritt in die Eier. Erneut erkundigte ich mich, warum er mir so komische Fragen stellte. Und er erzählte mir, dass seine Schwester tot sei. Er habe sie umgebracht. Ich fragte ihn in verblendeter Gutgläubigkeit, ob oder eher was für ein Unfall passiert war. Im Unglauben an einen Mord redete ich mir das nun mal ein. Es war kein Unfall, fuhr er fort. Ich und mein Bruder töteten sie und beerdigten sie im Wald. Ich festigte meinen Standpunkt, dass ich ihm nicht glaube, da ich keinen Grund für so eine Tat sähe. Also erzählte er mir, dass sie hassten. Und als ich weiterbohrte, antwortete er nicht mehr. Mein Instinkt glaubte ihm jedes Wort. Mein Verstand wollte mir einreden, dass er mich nur auf eine zugegeben kreative Weise abschrecken wollte, damit ich aufhörte, ihn mit meinem endlosen Getexte zu nerven. Am nächsten Tag fand ich ihn nicht mehr auf Steam und meine Nachrichten in WhatsApp kamen nicht mehr an. Er hatte mich überall geblockt und ich bekam es mit der Angst zu tun und der Instinkt fraß den Verstand. Ich hatte einem potenziell Wahnsinnigen meine Adresse gegeben und er wusste, dass ich allein sein würde. Und ich hatte dieses Gefühl, die schreckliche Gewissheit, dass er zu mir kommen würde. Die Wochen vergingen und ehe ich es bemerkte, standen die Herbstferien vor der Tür. 2 Wochen alleine, 14 Tage. Und jeden Tag mochte er kommen. Und natürlich mussten meine idiotischen Freunde, die mich eigentlich besuchen wollten, doch alle auf den letzten Drücker in den Urlaub fahren. Ich war also wirklich alleine. Ich entschied mich, die mir gegebenen Mittel zur Selbstverteidigung nicht außer Acht zu lassen. Mein Vater war nämlich Zeit seines Lebens Dachdecker. Also standen mir wenigstens zig Äxte, Hämmer, Messer und dergleichen zur Verfügung. Dann vergingen die Tage und Nächte. Die Nächte eher langsam, fürchterlich langsam. Mir war ständig, als hörte ich Schritte, Poltern, Knarzen und Kratzen. Meine Angst und die lebhafte Fantasie verwandelten die Schatten der Dunkelheit am Rande meines Blickfeldes in die Monster der Nacht. Dann war es soweit. Es gewitterte heftig. Der Platzregen vertrieb die Hitze des Spätsommers endgültig. Ein Bus, das mitten in der Nacht, hielt vor meinem Haus. Die Frontscheibe war vollkommen zerschmettert. Die Lampen erhellten die Nacht und die Vorderseite des Hauses schienen direkt in mein Zimmer. Ich griff mein Messer und die kleine Spaltaxt, mit der man Anmachholz hackt. Dann zog ich mich, so schnell ich konnte, an,
warf mir den alten Ledermantel aus den jungen Tagen meines Vaters über und zog die festen Stiefel an. Ich versteckte die beiden Waffen, so gut es ging, unter dem Mantel. Ich wollte ihn etwas überraschen. Dann ging ich raus in den Regen, um meinen Freund gebührend zu begrüßen. Etwas trieb mich. Der Instinkt. Ich musste es beenden. Jetzt oder nie. Als ich den Bus erreichte, bemerkte ich einen Geruch. Als hätte ich eine Centmünze in den Mund genommen. Dieser Geschmack. Kupfer. Nur als Geruch. Ich weiß nicht genau, wieso mir der Geruch vor dem bizarren Bild auffiel, das sich mir darbot. Der Boden des Busses war mit Blut besudelt. Niemand zu sehen. Die Tür stand weit offen. Meine Hand war schon längst zum Stiel der Axt gewandert, doch ließ ich sie immer noch versteckt. Ich schaute mich um und ließ den Instinkt Überhand gewinnen. Es hieß mit größter Wahrscheinlichkeit, er oder ich. Ich bemerkte seine Fußabdrücke, die in den Wald führten. Ich hatte keine Taschenlampe mitgenommen. Er würde mich wahrscheinlich eh beobachten, aber ich musste meine Lage ja nicht noch mit blinkenden Schildern preisgeben. Wie vorher mit der Axt ließ der Instinkt meine Hand zum Messer fahren und befreite dieses aus seinem Gefängnis. Senkrecht nach unten zeigte dessen Spitze, als ich den Griff fest mit meiner Faust umschloss. Da! Ein Rascheln! Ich stürmte hin, aber es wartete natürlich nicht auf mich. Es versuchte, Distanz aufzubauen. Ich hörte etwas einrasten, zurückschnellen und klicken. Ein Schuss folgte und ein lähmender Schmerz ließ mein linkes Bein erschlaffen. Und dann kam er auf mich zu. Das feige Stück. Diese verdammte Pussy. Ich fragte ihn mit angestrengter Stimme, wieso er diese Scheiße mit mir abziehe. Aber er antwortete nicht. Aber ich glaubte, ein Lächeln auf seinen Lippen zu erkennen. Er zielte auf meinen Kopf, doch als er abdrückte, ertönte nichts als ein Klicken. Leider hatte ich das Messer fallen gelassen, aber ich hatte noch die Axt. Während er noch mehrmals abdrückte, löste ich sie vorsichtig aus der Halterung. Ich hatte es schnell hinbekommen, und bevor er wusste, wie ihm geschah, hatte ich schon ausgeholt. Mit all meiner Kraft ließ ich das gewetzte Blatt der Axt in sein rechtes Bein fliegen. Er knickte ein und schrie auf. Mehrere Hiebe meinerseits folgten, nachdem ich mich trotz des mittlerweile lärmenden Schmerzes hingekniet hatte. Einer traf ihn in den Arm, an dem die Hand, die die Pistole hielt, hing, und wieder schrie er wie am Spieß. Die Schuldgefühle, die mich sonst schnell plagten, blieben aus. Das lag wohl am Adrenalin. Der nächste Schlag traf ihn am Bauch und zerfetzte seine Eingeweide. Dann beendete ich es mit einem Hieb auf den Kopf. Er war tot. Erleichtert und erschöpft vor Anstrengung und Schmerz ließ ich die Axt los. Dann schlief ich ein. Ich wachte im Morgengrauen auf. Als mir klar wurde, was passiert war, schreckte ich auf. Ich konnte sogar aufstehen. Es war zum Glück nur ein Streifschuss gewesen. Ich versteckte ihn und rief die Polizei. Ich erzählte ihnen nicht, dass ich jemanden getötet hatte. Und der Regen hatte die Spuren weggewaschen. Ich meinte, ein Wahnsinniger hätte mich angegriffen und wäre dann abgehauen. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nie verstanden habe, glaubten sie das. Sie gingen nicht in den Wald. Ich tötete ihn. Es war kein Unfall. Ich beerdigte ihn im Wald. Niemand wird es je erfahren. Story 2. Schnuller. Tears. Mama! Rief mein kleiner Sohn Daniel zum wiederholten Mal an diesem Abend. Leise seufzte ich. Was ist denn, Schatz? Ich hab Durst! Ich stand von meiner roten Couch auf, stellte mein Rotweinglas auf den gläsernen Couchtisch und begab mich in Daniels Zimmer, wo er in seinem Bett saß und mich erwartungsvoll anschaute. Neben seinem Bett, welches wie ein Rennwagen geformt war, stand eine 0,5 Liter Flasche Wasser. Dani! Du kannst doch auch selber trinken. Bist doch schon ein großer Junge. Ich lachte und stupste ihn auf seine kleine Stupsnase. Aber Mama, ich darf den Boden doch nicht berühren. Dann schnappen mich die bösen Haie. Immer dieselbe Ausrede. Ich meine nicht, dass ich was dagegen habe, dass er eine so blühende Fantasie hat. Er ist immerhin erst 6. Aber manchmal ist es nervig. Als alleinerziehende Mutter hat man es wirklich nicht leicht. Mit 16 wurde ich schon schwanger von meinem damaligen Freund. Es war der größte Fehler meines Lebens. Und jetzt?
Jetzt habe ich ein 6-jähriges, immer quengelndes Kind. Es hört sich so an, als ob ich Daniel nicht lieben würde. Ich liebe ihn wirklich. Aber doch hat er mir eigentlich alles kaputt gemacht. Ich wollte mein Abi machen, studieren, einen guten Job finden und dann erst ein Kind bekommen. Ich begab mich wieder auf meine Couch. Im Fernsehen lief irgendein 0815-Liebesfilm, der mich eh nicht interessierte. Ich trank meinen Rotwein aus und gähnte. Es war bereits 21.43 Uhr und ich wurde sehr müde. Ich stellte das Glas in meine kleine Küche und schlich in mein Schlafzimmer. Nebenbei schaute ich noch nach, ob Daniel endlich schlief. Zum Glück tat er es schon. Ich zog mich schnell um und legte mich in mein extrem quietschendes Bett. Ich schlief sehr schnell ein. Es war heute ein sehr anstrengender Tag gewesen. Zuerst musste ich als Putzfrau in Büros einer großen Firma arbeiten und dann noch in einem kleinen Café am Ende der Stadt noch kellnern. Das Geld, welches ich dabei verdiente, reichte gerade so, um die Runden zu kommen und den Kindergarten von Daniel zu bezahlen. Ich schlief gerade mal ungefähr eine Stunde, als ich wieder ein Rufen aus Daniels Zimmer hörte. Ich versuchte aufzustehen, doch ich fühlte mich wie in Trance. Ich torkelte zu dem Zimmer meines Sohnes. »Mama! Ich muss mal!« Ich wollte gerade »Ich bin gleich da« rufen, doch mir wurde schwarz vor Augen. Nachdem in der Badewanne genug Wasser war, hob ich ihn hoch und setzte ihn samt Kleidung in die Badewanne. »Mami, was machst du?« »Ich darf nicht baden. Die Bö. Gurgel.« Ich drückte den Kopf dieses Wesens unter Wasser und sah beinahe genüsslich zu, wie die zappelnden Bewegungen immer kraftloser wurden. An seinen Haaren zog ich ihn noch einmal raus. »Du hast mir alles genommen! Dafür sollst du büßen!« schrie ich ihn an. Er fing an, bitterlich zu weinen, doch ich drückte ihn wieder unter Wasser. Der kleine Körper hörte auf, sich zu bewegen. Ich ließ ihn in der Badewanne und begab mich wieder in mein Bett, wo ich einschlief. Ich schlief so lange wie noch nie. Heute war Samstag, also musste ich nicht arbeiten. Ausgeschlafen stand ich auf, um Daniel zu wecken. Ich stieg aus meinem Bett und wanderte barfuß zum Zimmer meines Sohnes. »Guten Morgen, Dani«, flötete ich hinein und machte das Licht an. Ich lugte hinein und erschrak. Daniel war nicht in seinem Bett. Und er war immer in seinem Bett, weil er sich nicht traute, den Boden zu berühren. »Daniel!« rief ich. Keine Antwort. Beinahe panisch lief ich durch die Wohnung und suchte ihn. Ich suchte überall und als letztes im Bad. »Daniel!« schrie ich mit Tränen erstickter Stimme. Er lag mit dem Kopf unter Wasser. Ich kniete vor ihm nieder und vergrub mein Gesicht in meinen Händen. Wie ein Elektroschock, der meinen Körper durchfuhr, kamen die Erinnerungen an letzte Nacht zurück. Ich hatte meinen Sohn umgebracht. Schnell zog ich den leblosen und kalten Körper meines Sohnes aus der Badewanne und begann zu versuchen, ihn wiederzubeleben. Nichts half. Er war endgültig tot. »Nein«, wimmerte ich in gekrümmter Haltung und begann wieder zu weinen. »Quietsch«. Ich hörte, wie jemand in das Badezimmer trat und spürte, wie dieser jemand sich neben mir niederkniete. »Psst«, eine junge Frau streichelte mir tröstend über den Kopf. »Alles wird gut.« Sie umarmte mich. Ich fühlte mich in ihrer Gegenwart irgendwie froh. Langsam blickte ich auf und sah unter Tränen eine junge Frau. Sie war blond, hatte eisblaue Augen und trug ein weinrotes, zerrissenes Kleid. »Wer bist du?« Sie flüsterte mir mit einer sanften, melodischen Stimme in mein Ohr. »Ich bin Tears.« Sie küsste mich sanft auf meine Stirn. »Arme Anna«, sie streichelte mir über den Rücken und ich hörte auf zu weinen. Von der Mutter im Stich gelassen, von einer Jugendsünde die Jugend gestohlen. Sie schluchzte. Ich rollte mich wie ein kleines Kind zusammen und ließ mich von der fremden Frau trösten. Ich hörte, wie sie leise mir ins Ohr flüsterte. »Don't cry. I'm here.« Im nächsten Moment spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner Bauchgegend. Ich rang nach Luft, doch es fühlte sich so an, als ob jeder Atemzug, den ich tat, sofort wieder hinausging. Ich versuchte noch ein paar Mal zu atmen, ehe ich starb. Zeitungsbericht. Heute Morgen wurde wieder eine Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie wies Merkmale des ersten Opfers auf.
Ob es einen Zusammenhang zwischen den Morden gibt, wird stark vermutet. Wieder legte ich die Zeitung weg. Ein weiteres Mädchen, welches ich von ihren Leiden erlöste. Denk immer dran, Leser dieser Geschichte. Immer wenn du weinst, komme ich und werde dich trösten. Denn ich bin Tears. Story Dry. Sweet Home. Zwar sitze ich für mehrere gefühlte Stunden vor einem leeren Open-Office-Dokument. Es dauert einige Zeit und einige Lieder, bis mir endlich etwas einfällt. Als es soweit ist und ich mit dem Schreiben beginne, fängt es draußen leicht zu regnen an. Nach einer Weile habe ich es geschafft. Sie ist fertig, meine erste Creepypasta. Da ich mir nicht so sicher bin, ob sie mir gelungen ist, will ich meine Eltern um ihre Meinungen fragen. Doch sie sind nicht da. Weder im Wohnzimmer, noch im Büro oder Schlafzimmer. Dann sind sie wohl mal wieder ohne mich in letzter Minute einkaufen gegangen. Naja, egal. Leg ich mich halt schlafen und frag sie morgen danach. Schließlich hat das ja Zeit, spreche ich zu mir selbst, während ich mich strecke. Ich speichere die Creepypasta noch einmal zur Sicherheit ab, fahre den Laptop herunter und gehe nach oben ins Badezimmer, um mich bettfertig zu machen. Weil ich so lange wach geblieben bin, lasse ich mich auch gleich ins Bett fallen. Doch mein Einschlafen wird von Geräuschen im Flur unterbrochen. Denn ich höre, wie jemand die Treppe hinaufgeht und mein Zimmer betritt. Vom Klang der Schritte her müsste es meine Mutter sein, die mit meinem Vater vom Einkaufen zurück ist. Seltsam ist nur, dass sie mir einen kleinen Kuss auf die Stirn gibt und mir vorher das Haar hinter mein Ohr streicht. Ich lächle ein wenig, obwohl ich mich frage, wieso sie das macht. Schließlich bin ich schon zu alt dafür. Aber als ich mich im Halbschlaf umdrehe, um sie danach zu fragen, war niemand da. Hä? Wie ist das möglich? Sie war doch gerade eben noch hier, gebe ich müde und verwirrt von mir. Ich beschließe, nochmal aufzustehen und mich im Haus umzusehen. Vor der Treppe entdecke ich eine Blutlache, die bis nach unten führt. Ich folge ihr bis in das Wohnzimmer, an dessen Wände überall Hände angenagelt sind. Der ganze Raum ist gefüllt von diesem süßen und metallischen Duft des Blutes, welches sich langsam in den Ecken sammelt. Dieser Geruch dringt so tief durch meine Nase, dass ich ihn schmecken kann. In der Küche liegen verschiedene Organe durcheinander auf der Arbeitsfläche. Auf dem Herd steht ein Topf mit kochendem Blut, zwei Unterarmen und einem Fuß darin. Abgesehen von dem Fuß gefällt mir der Anblick irgendwie. Keine Ahnung, warum das so ist. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, oder ist es das, welches im Esszimmer auf dem Tisch liegt? Ja, es scheint dieses zu sein, welches verrückt spielt. Da es mich wundert, wie es noch weiterschlagen kann, wo es sich doch außerhalb seines Körpers befindet, setze ich mich auf einen Stuhl und betrachte es eine Weile. Denn schließlich sieht man sowas nicht oft. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht gehe ich wieder nach oben, um mich schlafen zu legen. Das Herz habe ich auf dem Tisch liegen und in Ruhe weiterschlagen lassen. Im ganzen Haus ist es still. Abgesehen von dem schlagenden Herz, dem ich entspannt im Türrahmen meines Zimmers stehend lausche. Auf meinem Bett bemerke ich wieder etwas Seltsames. Ein kopfloser Körper eines Mädchens, der mit dem Rücken mir zugewandt auf der Seite liegt. Rundherum ist eine breite Pfütze aus Blut. Langsam gehe ich auf die Leiche zu. Die Haut ist sehr blass, fast schon bläulich und ziemlich kalt. Ich gehe einmal um das Bett herum und sehe ihren Kopf neben der offenen Brust liegen. Dann gehörte also dir das Herz. Es hat einen wirklich schönen Klang, sage ich mit ruhiger Stimme. Langsam setze ich mich neben sie und betrachte wieder nur. Nach einiger Zeit nehme ich den Kopf in beide Hände. Bevor ich mir ihn aber genauer anschauen kann, höre ich ein merkwürdiges Geräusch. Es klingt so, als würde irgendetwas Schleimiges hier drin herumkriechen. Allerdings ist es das nicht. Dieses Geräusch, so seltsam es auch ist, kommt mir aus vielen Horrorfilmen sehr bekannt vor. So klingt es, wenn Blut aus einer läuft, um eine Nachricht zu formen. Nicht zu fassen. Dort entstehen tatsächlich Buchstaben. Was soll das heißen? Etwas später gelingt es mir, die Worte zu entziffern. Das Blut fragt mich Folgendes: Gefällt dir, was du siehst? Gleich nach dem Lesen der Botschaft spüre ich, wie der Kopf beginnt, sich zu bewegen. Der herrenlose Schädel schlägt die leeren grauen Augen auf. Wir starren uns an.
Das Ganze dauert eine Weile, bis die Haare nach und nach ausfallen, der Unterkiefer abfällt, die grauen Augen aus ihren Höhlen schmelzen und das Gesicht gleich mit. Nun liege ich hier in meinem Zimmer auf dem Boden, in meinem eigenen Blut und in dem des Mädchens, deren toter Körper sich inzwischen aufgerichtet hat, um, keine Ahnung, wie sie das macht, besser zusehen zu können, wie ihr Schädel mir qualvoll das Leben aus dem Leib saugt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich es schaffe, diese Creepypasta zu schreiben, nun sagen wir mal so, dass ich schon wahnsinnig auf den nächsten Traum gespannt bin.